Ein kleiner Lichtblick für den Tag. Sabbat, 31. Januar. Das Wort zum Tag steht heute in Offenbarung 14, Vers 6 nach der Elberfelder Bibel. Johannes sah einen anderen Engel hoch oben am Himmel fliegen, der das ewige Evangelium hatte, um es denen zu verkündigen, die auf Erden ansässig sind. Im Bewusstsein vieler Adventisten ist dies zu Recht ein sehr bedeutungsvoller Text, denn er gibt mir mit wenigen Worten wieder, was das Wichtigste auf der Welt ist. Gott hat die Verantwortung für das Desaster der Sünde übernommen, das Adam und Eva im Paradies angerichtet haben, und Gott hat eine Rettungsmöglichkeit geschaffen. In ihrer Neugierde und ihrem Misstrauen gegen ihren Schöpfer haben die ersten Menschen die ihnen von Gott geschenkte Freiheit genutzt, aber in der falschen Richtung, und dadurch sich selbst und die ganze Welt in ein fürchterliches Unglück gestürzt. Doch Gott entzog ihnen nicht seine Liebe und Fürsorge, sondern übernahm die Verantwortung für ihr Fallen in die Sünde. Er handelte dabei wie Eltern, die für ihr kleines Kind die Verantwortung übernehmen und ein Vergehen wieder gerade biegen. Deshalb bedeutet in modernen Begriffen Evangelium nichts anderes, als dass Gott die Verantwortung übernimmt und den Menschen in Christus grundsätzlich straffrei stellt. Das verkündet der Engel allen Menschen auf der ganzen Welt, denn sie müssen sich entscheiden, ob sie das Angebot Gottes annehmen oder nicht. Bei der Erlösung geht es nicht nur darum, dass wir unsere Sünden vergeben bekommen, es geht auch um die wichtige Frage, ob wir Gott vertrauen und ihn zum Herrn unseres Lebens machen. Adam und Eva sind vor dem Baum der Erkenntnis genau an dieser Stelle gescheitert. Ewig leben kann ein Geschöpf nur im völligen Vertrauen durch eine ungebrochene Beziehung zu Gott. Deshalb lädt das Evangelium dazu ein, Gott erneut und grundsätzlich zu vertrauen. Es lädt dazu ein, mit ihm leben zu wollen und ihm dafür zu danken, dass er durch den Sühnetod von Jesus am Kreuz einen Ausweg aus dem irdischen Desaster der Sünde geschaffen hat. Die Bibel berichtet an verschiedenen Stellen vom Erscheinen göttlicher Engel. Ausnahmslos handelt es sich dabei um wichtige Ereignisse. Wenn ein Engel das ewige Evangelium verkündet, dann zeigt das, welche hohe Bedeutung Gott der Weitergabe dieser guten Botschaft beimisst. Nach dem Tod von Jesus ist dies in seinen Augen die dringlichste Aufgabe, die es auf der Welt zu tun gilt. Heinz Ewald Gattmann.